Nach den Recherchen des Spiegel zu den Arbeitsbedingungen in der Filmbranche haben sich weitere Prominente geäußert. Im Fokus der Kritik die Filmsets von Regisseur und Schauspieler Til Schweiger. Er habe Mitarbeiter schikaniert, beleidigt und auch geschlagen. Häufig sei er alkoholisiert zur Arbeit gekommen, unter anderem auch zu den Dreharbeiten von Manta Manta, zweiter Teil. Schweiger selbst und die Filmfirma Konstantin widersprechen. Nun meldet sich auch die Schauspielerin Nora Tschirner zu Wort, die in etlichen Filmen neben Til Schweiger spielte. Und zählt die Verantwortlichen ebenfalls an. Das ist für jeden in der Branche seit Jahrzehnten, bis auf einige wirklich wenige Sets, ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen. Wenn man als Verantwortlicher sowas hört und noch nicht mal sagt, wir gucken uns das jetzt mal genauer an, wir gehen der Sache mal auf den Grund, sondern sagt, nee, ist alles cool, und damit auch den Mut ignoriert der Leute, die sich eben eigentlich das in ihren Positionen überhaupt nicht leisten können, die ja Angst haben, ihren Namen zu sagen und die sich es nicht leisten können, dann Fass aufzumachen. Also das ist echt höhnisch. Und da mache ich nicht mehr mit. Also ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt.